Nur einer hatte es nicht hierher geschafft aus der deutschen Mannschaft. Erik Lesser, der läuft heute ein Langlaufrennen in Seefeld. Langlauf und Lars Berger, das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Der Mann war schon zweimal Staffelweltmeister und einmal über 15 Kilometer im Jahre 2007, auch mit norwegischen Langläufern. Dafür hat er den höchsten norwegischen Preis, den es überhaupt zu vergeben gibt, bekommen. Martin Foucault, erster Verfolger, dann Ole Einar Bjørndalen und dann schon der nächste Norweger, Tarjei Bø. Alle sind hier selbstständig dafür verantwortlich, rechtzeitig loszulaufen. Die Namen dort aufgeführt und die Startrückstände. Dann läuft auch noch eine Uhr rückwärts. Wer zu früh läuft, wird bestraft mit einer kleinen Zeitstrafe. Wer sehr viel zu früh läuft, würde disqualifiziert werden. Gab es bislang noch nicht. So, Simon Schemp ist unterwegs und gleich nach ihm die nächsten Deutschen. Mit der 10 Daniel Böhm, mit der 11 Arndt Peiffer und mit der 12 Florian Graf. Vielleicht können die unterwegs sogar ein deutsches Quartett aufmachen und sich ein bisschen gegenseitig pushen. Sehr großes Gedränge, die ersten 20 innerhalb von einer Minute und 15 Sekunden. Also da wird es gleich mächtig zur Sache gehen, auf der Strecke und dann beim Schießen. Die Rückstände alles in allem nicht sehr, sehr groß. Bis hin zum letzten, zum 60. Benjamin Weger, nur 2,25 mittendrin. Andreas Birnbacher, der sich sehr geärgert hat über seine Schießleistung. Denn gerade das Stehenschießen, das hat er noch mal extra trainiert. Was so gar nicht flutschte, weder im Sprint noch gestern in der Staffel. Links am Bild, gerade sehen wir ihn mit der 33. Andreas Birnbacher, sein Rückstand 1 Minute 42 Sekunden. Tobias Eberhardt hier vorne, einer der Österreicher, dem der Start in den Winter noch nicht so recht geglückt ist. Danach der längste aus dem Team Schweiz, Simon Hallenbarter, hier im schwarzen Laufanzug. Und Sie sehen schon, wie eng das auch hier hinten zugeht. Christian De Lorenzi, der Italiener, hier links vorn zu sehen. Super Schütze, der wird bestimmt ein paar Plätze gut machen heute. Denn hier bei der Verfolgung wird ja bekanntlich viermal geschossen. Und da ist einiges möglich. Mit der 54, erstaunlich weit hinten, der schwächste Norweger des Sprints. Vetle Sjostad Christiansen, gestern hat er sich neuen Mut geholt mit dem Staffelerfolg der Norweger. Da war er hier vorn übrigens nicht mit dabei. Lars Berger. Und hier eine ganz, ganz starke Troika in der Verfolgung mit Martin Foucault, mit Ole Einar Bjørndalen, der sich hier unglaublich stark präsentiert hat bislang, und mit Tarjei Bø. Bin mal gespannt, ob sie schon auf der ersten Runde ernst machen und versuchen aufzulaufen auf Lars Berger. Ich glaube es eher nicht, denn der war im Sprint der schnellste in der Spur. Ein bisschen bevorteilt durch seine Startnummer, der war mit der 7 in die Spur gegangen. Später dann, als Martin Foucault unterwegs war, wurde es deutlich langsamer. Simon Schemp war im Rennen 1 nach seiner Erkältung gleich 7 Schnellster im Sprint. Das war ein klasse Signal an seinen Trainer und an die Vorbereitung. Daniel Böhm bislang mit beeindruckenden Schießleistungen. Nicht umsonst auf Weltcup-Gesamtrang 3. So weit vorn war er noch nie. Und Arndt Peiffer gestern mit einem überragenden Staffelauftritt. Machte 30 Sekunden gut. Am Ende langte es zu Rang 6. Weil Andreas Birnbacher bei einem einzigen Anschlag gepatzt hatte. So, da haben wir die Frohnatur aus Norwegen. 34 Jahre alt, der gesagt hat, ich bin überhaupt nicht enttäuscht gewesen, nicht in der Staffel laufen zu dürfen. Irgendwie war mir das ja vorher klar. Da sind andere, stärkere, zuverlässigere, nämlich Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegde-Svendsen, Tarjei Bø, die viel besser und ausgeglichener schießen als ich. Und das ist Christoph Sumann. Rang 5 im Sprint. Die Startnummern heute entsprechen den Platzierungen des Sprints von vorgestern. Auch er, wie Simon Schemp und Andreas Birnbacher, war erkältet vor diesem Weltcup hier von Hochfilzen. Stieg also hier ein und gleich mit Rang 5. Sehr, sehr gut. Daniel Böhm
kam aus dem IBU Cup, hatte dort einen zweiten Platz im Sprint von Idre belegt. Dann das Lob der Trainer. Die Startgenehmigung für den Weltcup und da hat er gleich komplett überzeugt. Gleich im ersten Rennen Olympiaticket mit Rang 5. Jahre alt, schaffte vorgestern seinen 7. Weltcup-Erfolg. Die Abstände eher unregelmäßig. Der letzte gelang vor 3 Jahren in Ruppolding. Roger Grübben schaut durchs Fernrohr. Ja, und alle seine Siege gelangen ihm im Sprint. In der Verfolgung seine beste Platzierung, einmal Zweiter. Und das liegt meist nicht am Liegenschießen, sondern eher dann am Stehenanschlag. Ja, die Wundertüte Berger ist weg, ohne Fehler. Wundertüte, so nennt ihn Deutschlands Cheftrainer Uwe Müßiggang. Hat vorhin gestrahlt und geschmunzelt und hat gesagt, der ist so locker, der kann heute alles schaffen. Ulainer Björndalen und Tarje Bö mit Fehlern. Jeder Fehler zieht eine Strafrunde nach sich. Martin Foucault, fast wie erwartet. Langsamer geschossen als die anderen beiden, aber fehlerfrei. Simon Schenk. Sehr stark, sehr konzentriert, etwas langsamer als gewöhnlich geschossen, aber null. Seit 2 Jahren schießt Simon Schemp von links nach rechts und darf sich auf die Verfolgung machen. Die nächsten sind da, alle dicht beieinander. Daniel Böhm, alles getroffen. Florian Graf mit einem Fehler, Arndt Peiffer leider mit 2. Die Schießbahnen gibt es insgesamt. Wenn hinten voll ist, muss man sich nach vorn begeben. Man wird hier auch eingewiesen am Schießstand. Nicht ganz einfach. Andreas Birnbacher also darf relativ weit vorn ran, um es genau zu sagen, auf Schießbahn 1. Hat sich also auf Rang 31 nach vorn gekämpft. Die ersten 30 sind weg. In aller Ruhe, im Schatten der anderen, unbemerkt. Vielleicht geht da heute was. Schade für ihn. Eine Strafrunde, also einmal 150 Meter sind dann doch übrig geblieben. Lars Berger weiterhin in Führung. Vorsprung in etwa so wie beim Start. 13,5 Sekunden auf Martin Foucault. Björn Dahlen-Suhmann, bester Deutscher nach wie vor, auf Platz 8. Da war er auch gestartet. Simon Schemm gleich dahinter. Daniel Böhm. Florian Graf sehen wir hier auf Platz 16. Arndt Peiffer ein bisschen zurückgefallen, dank der beiden Fehler. Wir schauen auf die Serie. Die Scheiben frisch lackiert, deshalb alles gut zu sehen. Donnerwetter. Eine fast perfekte Serie. Der letzte ein bisschen links oben, aber was soll's. 45 mm der Scheibendurchmesser. Da muss das Geschoss rein und er hat es ganz locker geschafft. Martin Foucault mit einer fast makellosen Bilanz, auch in diesem Winter. Die ersten beiden Wettbewerbe entschied er für sich. Vorgestern dann Zweiter hinter Lars Berger. Hat gesagt, na klar, ich war ein bisschen benachteiligt durch meine Startnummer. Das waren vielleicht 20, 25 Sekunden, aber so ist das halt im Sport. Manchmal hat man Glück, wie zum Beispiel in Östersund, als sein ärgster Rivale Fredrik Lindström, der Schwede, gestürzt war. Und manchmal hat man Pech, hat das auch über Facebook so kommuniziert. War für mich ein tolles Rennen, hat er gesagt. Auch der 2. Platz hinter einem überragend laufenden Lars Berger war komplett in Ordnung. Also vorhin schon mal angedeutet, während wir Martin Foucault sehen, Lars Berger bekam 2007 den Eggebergspreis. Das ist der höchste, der in Norwegen für sportliche Leistungen verliehen wird, vom König persönlich. Wenn man in 2 Sportarten überragend ist. Und er war damals 2-maliger Weltmeister im Langlauf. Und auch im Biathlon ist er mittlerweile ja schon 1-mal Weltmeister mit einer norwegischen Staffel geworden und 4-mal Vize-Weltmeister. Währenddessen hier die ganzen anderen Norweger
dicht beieinander sind. Svensson, Björn Dahlin Bö und hinten dran Simon Schemp. Die nächste Gruppe kommt und hier rechts gut zu sehen, da kann man die Schießergebnisse vorzeigen, denn es wird ja gleich nochmal liegend geschossen. Dafür wäre es dann wichtig zu wissen, wo lagen meine Treffer oder auch Fehler, um dann gegebenenfalls reagieren zu können. Die Serie von Daniel Böhm, tadellos, wie bisher fast jedes Mal in seinen drei Weltcuprennen, der schießt einfach großartig. Berger hat sich komplett separat vom norwegischen Team vorbereitet, gehörte nicht zum Nationalkader, kam also nicht in den Genuss der kostenlosen Trainingslager. So hat er dann eigene initiiert. Vier Trainingscamps gemeinsam mit Alexander Us und mit Michael Rösch. Gemeinsam nennen sie sich, so ist das aus dem Norwegischen übersetzt, Team Fischabfall. Und offenbar war die Vorbereitung genauso gut und so akribisch wie die des norwegischen Teams, denn der ist kein Deutsch schlechter, der Lars Berger, als die anderen. Dmitri Pidružný startete hier im Sprint durch als Sechster. Wirklich eine sehr, sehr überzeugende Leistung bei seinem Debüt im Weltcup. Wunderbare Bilder heute, die Strecken einmal mehr sehr stark präpariert. Heute bei Temperaturen um 0 Grad, nicht ganz leicht für die Wachstechniker, die richtigen Bretter zu präparieren. Martin Foucault hat es hier nicht übermäßig eilig. Hat den Rückstand auf Lars Berger ein klein bisschen eingedampft, aber er hier macht Boden gut. Emil Hegde-Svensson von 7 auf 3 nach vorn gelaufen. Dann Bö rechts und Björn Dahlin, die nächsten beiden Norweger. Christoph Sumann ist mit dabei und Simon Schemp. Glatte 1 mit Sternchen für Lars Berger. 10 Schüsse abgefeuert, allesamt sehr konzentriert, allesamt im Schwarzen. Martin Foucault zieht nach. Also die beiden überragend. Dann die drei Roten hier. Svensson, Björn Dahlin und Bö. Der Altmeister mit dem Fehler. Und Simon Schemp. Seit der Saison 2012-2013 von links nach rechts hat er sich da das Schießen angewöhnt. Hinten sind die nächsten Deutschen. Daniel Böhm. Ja, da muss man kaum ein Wort der Kritik verlieren. Daniel Böhm schießt wie ein Uhrwerk und fasst alles ins Schwarze. Auch heute wieder zweimal. Ohne jeglichen Fehl und Tadel. Florian Graf im Sprint 12. geworden, das heißt halbe Qualifikation für Sochi geschafft. Zweimal unter die Top 15, das ist das Maß der Dinge. Florian Graf mit einem Fehler. Aufmerksam unsere Kollegen an den Kameras haben auch Arne Pfeiffer ausfindig gemacht und der schießt jetzt genauso gut wie gestern in der Staffel. Über die sozialen Medien wurde übrigens gefragt, was passiert eigentlich, wenn alle Schießbahnen belegt sind. Sie sehen ja selbst, das passiert kaum einmal. Wenn also die 30. Bahn belegt ist, dann wird man wieder nach vorn durchgewinkt. Und die Schießzeiten heutzutage sind so schnell, zum Teil unter 20 Sekunden mit hin und hinlegen und aufstehen, dann 30, 40 Sekunden, sodass immer eine Bahn zu finden ist. Und es gibt einen Verantwortlichen der Internationalen Biathlon-Föderation, der dann den jeweiligen Schützen einweist. So auch geschehen bei Andy Birnbacher eben. Ja, die Serie war deutlich schneller als die erste und auch deutlich besser, denn hier hat er alles getroffen.
Einmal hier außen rum, also nicht, dass Sie denken, der ist in der Strafrunde. Die Strecke führt seit ein paar Jahren außen herum um die Strafrunde. Und wir sind wieder beim Führenden, beim Superskater, bei Lars Berger. Der hält immer noch den Vorsprung auf Martin Foucault. Ich bin mir sicher, der kennt die Vita von Lars Berger und weiß, dessen Schwächen kommen gleich noch. Die beiden stehen Anschläge nämlich. Also kein Grund zu ganz großer Hast. Sehr stark, wie die hier alle im 1-1 diesen leichten Anstieg hinaufgehen. Das sieht so leicht aus, so spielerisch und ist doch so schwer. Emil Hegde-Svensson, einer der Großgewachsenen im Feld, einer der Muskulösen. Auch einer, der auf dieser Strecke schon große Erfolge gefeiert hat. Vorn aber wieder Lars Berger. Wie sind die eigentlich auf den Namen gekommen? Fischabfall, fragen einige. Irgendwie ein bisschen, wie er so ist, der Lars Berger, aus einem Scherz geboren. Man wollte mich nicht im Team, also irgendwie waren wir überflüssig, Abfall und dann kam es aus einer Laune raus, Fischabfall. Im Norwegischen klingt das deutlich besser. Jetzt übrigens machte Martin Foucault gerade ein bisschen ernst und versuchte am Anstieg zum ersten Mal so richtig aufzuschließen zu Lars Berger. Ganz bestimmt, um ihn dann beim Stehenschießen sofort unter Druck setzen zu können. Die nächsten dahinter, das ist immer noch Emil Hegde-Svensson und ganz stark Simon Schemp hinter Christoph Sumann. Zweimal sehr, sehr gut geschossen, hat ja auch erst zwei Rennen in den Beinen nach seiner Krankheit. Der Sprint als Achter, gestern dann Schlussläufer in der Staffel, das war sehr, sehr gut, sicherte am Ende Rang 6. Daniel Böhn verließ den Schießstand als Zehnter, gestartet als Zehnter, also alles im grünen Bereich, hat schon ein bisschen Boden gut gemacht auf Pidružný. Dafür rückt ihm von hinten Anton Schipulin auf die Pelle. Pfeiffer nach dem zweiten Schießen übrigens auf Rang 19 zu finden mit seinen zwei Fehlern gleich aus dem ersten Anschlag. Und hier die beiden rücken jetzt näher zusammen. Immer noch vorn Lars Berger, dann Martin Foucault. Hier sehen wir Arne Pfeiffer vor ihm. Der 20, das ist der Franzose Jean-Guillaume Beatrix. Da hat er sich ein starkes Zugpferd ausgesucht. Der ist sowohl in der Spur ganz gut, vor allen Dingen ein exquisiter Schütze. Ein bisschen geschwächelt und gewackelt hat Martin Foucault in diesem Winter ja auch schon. Vorhin wurde es angesprochen in der Mixed-Staffel zum Auftakt. Im Stehenschießen. Selbst in der Staffel, in der Mixed-Staffel mit allen Nachladern nicht ausgekommen. Also, da sind wir gleich mal gespannt. Vorn immer noch Lars Berger, der sich mega akribisch vorbereitet hat. Mit mehreren Trainingslagern im Juni angefangen in Altenberg bei Michael Rösch zu Hause. Im August in seiner Heimat in Lillehammer. Dann waren sie in den Pyrenäen gemeinsam, in Font-Romeu. In Obertiljach in der Höhe und in der Ramsau. Also natürlich hat er aus den letzten Jahren gelernt, wie bereitet man sich vor, auch in einem olympischen Jahr, wie oft muss ich in die Höhe. Aber das allein durchzuziehen, das gehört schon eine ganze Portion Selbstkontrolle mit dazu und Disziplin. Rechts Siegfried Marseille, der französische Trainer, im Hintergrund Roger Grüben, der aus Norwegen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt versucht natürlich Martin Foucault, den vermeintlich schwächeren Stehenschützen Lars Berger unter Zugzwang zu bringen. Bislang gelungen. Aber auch, er kommt nicht fehlerfrei durch, Martin Foucault, aber Lars Berger mit zwei Fehlern. Das heißt also, jetzt kriegt der Franzose den Vorteil, den er sich erhofft hat. Chance für die anderen. Emil Hegde-Svensson ist da. Aber auch der Weltmeister in der Verfolgung des letzten Jahres schwächelt hier ein kleines bisschen, muss ebenso mindestens einmal. Und dabei bleibt es in die Runde. Simon Schemp. Aufgepasst, hier schießt er andersrum im Stehenschießen.
Und auch hier schießt er 0. Großartig die Leistung von Simon Schemp. Ach, was wäre das schön hier zum Ausklang. Einmal aufs Podium. So ein Ausreißer, wie ihn Fritz Fischer auch erhofft. Bislang macht Simon Schemp alles richtig, um dort vorn zu landen. Und Daniel Böhm. Ganz großartig die beiden. Bislang 15 Mal geschossen, alles im Schwarzen. Überzeugend. Und Schipulin muss zweimal in die Runde. Ustjugov fehlerfrei und auch Alexis Boeuf, der Franzose. Also jetzt sind hier viele unterwegs, sehr viele chancenreiche. Und was macht Arne Pfeiffer? Auch der bleibt im Rennen. Sie schießen heute richtig gut. Florian Graf muss zweimal in die Runde. Damit wird es heute wohl nichts. Wieder unter die Top 15 zu kommen, was er sich natürlich vorgenommen hatte. Hier im Vordergrund mit der 16, einer der Linksschützen des Feldes. Das ist Lowell Bailey, der Amerikaner. Und hinten, das war Simon Eder, die im Laufen immer so eine hübsche Pirouette, wenn es wieder losgeht vom Schießen. Und Sie sehen schon, hinten war die Nummer 30 der Schießstände belegt. Also wurden die anderen nach vorn eingewiesen. So auch Andreas Birnbacher. Schießt jetzt wunderbar. Darauf hatten sie Wert gelegt, das Stehenschießen noch mal konzentrierter, noch mal ruhiger anzugehen. Im Sommer viel Zeit darauf verwendet, genau das noch mal zu perfektionieren. Aber dann, wenn er Zeit hatte, denn seit April ist er junger Vater, Söhnchen Luis, zu Hause, schaut noch nicht bewusst zu. Aber Liegendanschlag kann er schon, hat Hanni Birnbacher erzählt. Auch wenn er relativ weit hinten unterwegs ist, ein gutes Rennen sorgt für neuen Mut für die nächste Woche dann, für Le Grand Bornand, für Annecy. Wieder mal ein Weltcup in Frankreich, in seiner Heimat, hier in der Heimat von Martin Foucault. Da will er dann besonders auftrumpfen. Aber geht da eigentlich noch mehr? Der ist ja schon wieder in einer fabelhaften Form. War zweimal Weltmeister auf dieser Strecke in den letzten Jahren, 2011 und 2012. Im letzten Jahr musste er einen vorlassen in Nové Město in der Tschechischen Republik, Emil Hegde Svensson. Das hier ist ganz stark. Simon Schemp ist Zweiter. War mit 13 Sekunden Rückstand rausgegangen nach dem Schießen. Vor Suhmann, vor Lars Berger, der immer noch gut mit dabei ist. Dahinter dann Emil Hegde Svensson, also ganz, ganz starke Laufkonkurrenz, die dem Simon Schemp hier im Nacken sitzt. Aber das ist auch einer, der Simon Schemp, der die Verfolgung liebt, der sein bestes Resultat auf dieser Strecke geschafft hat. Vor 4 Jahren war es Verfolgungsrennen in Oslo, am Ende Rang 2. Auch das war der Abschluss des Weltcups. Und auf diesem zweiten Platz ist er auch heute hinter Martin Foucault. Kollegen des ORF kümmern sich natürlich hier auch. Und vor allen Dingen um Christoph Suhmann. Er huschte Foucault aus dem Bild und da kommt Simon Schemp. 25 Jahre alt, gestern noch mal gestärkt durch den Sieg seines Lieblingsvereins. 4:2 gewann der VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Das war vielleicht der letzte Kick, den er noch gebraucht hat für heute. Ulainer Björndalen, einer, der schon Weltmeistertitel auf dieser Strecke eingesammelt hat, dass einem schwindelig wird. 4-mal Champion der Welt in der Verfolgung, Ulainer Björndalen. Hier direkt hinter Daniel Böhm, der wieder ein klasse Rennen macht. Schwer vorstellbar, dass er nächste Woche zuschauen soll. Der bestplatzierte Deutsche im Weltcup auf Rang 3 und wieder mit einem sehr, sehr guten Zwischenresultat als 7. nach dem 3. Schießen rausgelaufen. Arne Pfeiffer auf Rang 15, Rückstand 1:06. Andi Birnbacher 24. 1:36 zurück. Relativiert sich alles, wenn man weiß, beim Start hatte Andreas Birnbacher 1:42. Also der hat sogar ein paar Sekunden im Fernduell auf die Spitze gut gemacht. Ja,
Simon Schemp, der spürt jetzt den Atem der anderen im Nacken. Und das sind keine geringeren als Emil Heckel-Svensson, der amtierende Weltmeister. Und Lars Berger, der beste Läufer von vorgestern. Dann Suhmann und dann ein kleiner Rückstand. Florian Graf, der Vollständigkeit halber, momentan auf Rang 30. Rückstand, für alle, die es genau wissen wollen, 1,518, hat sich ja schon 4 Fehler geleistet, jeweils 2 im Liegend und 2 im Stehenschießen. So, Martin Foucault jetzt da unterwegs, wo er am allerliebsten ist. Der Mann, der im letzten Jahr alles gewonnen hat, was zu gewinnen gab. Alle Einzelpokale, Nationencup mit Frankreich, Staffelcup, Gesamtweltcup. Wahnsinn. Alle Pokale zu gewinnen war vorher nur seinem Landsmann Raphael Poiret mal gelungen im Jahre 2004. Und er stellt ohnehin Superlative ohne Ende auf, haben wir vorhin schon gehört. War jetzt 11-mal in Folge auf dem Siegerpodest, saisonübergreifend. Das war in der Geschichte des Biathlonsports bislang noch keinem anderen gelungen. Und jetzt kann er es erneut vollenden. Letzte Serie, Martin Foucault. Très bien. Très bien, Martin Foucault. Ohne einen Wackler schießt er hier alle ins Schwarze und läuft schon jetzt seine Ehrenrunde. Aber jetzt Simon Schemp gegen Berger, Svensson und Suhmann. Vorteil Svensson. Schemp zieht nach. Berger mit 3 Fehlern. Was für ein Duell. Simon Schemp mit einem Fehler und Svensson, der kommt fehlerfrei von. Jetzt ist also Svensson Zweiter und Suhmann wird Dritter. Lars Berger muss 3-mal in die Runde. Simon Schemp klemmt hinten dran, muss aber nur 1-mal kreiseln. Aber verliert jetzt seine gute Ausgangsposition. Jetzt ist Svensson Zweiter und Suhmann ist Dritter. Und Daniel Böhm, schafft er hier heute weiße Weste? Jawohl, alle 20 versenkt. Arndt Peiffer, auch erst mit einem Fehler bis hierher. Also Hut ab, auch vor dieser Leistung. Die Deutschen schießen heute wirklich ganz überzeugend. Schade, dass dem Simon Schemp jetzt gerade beim letzten Schießen dieser eine Fehler unterlaufen ist. Aber ein Fehler bei 20 Schüssen, das ist nicht viel. Und er ist nach wie vor sehr gut platziert. Auf Rang 5, 8. ist Daniel Böhm, 10. Arndt Peiffer. Und Andreas Birnbacher nochmal mit einem Schießen fürs Ego. Klasse. Stehen 2x0, genau das kann er, genau darüber hat er sich geärgert. Das ist nämlich im Sprint und gestern in der Staffel, wo er sich 2 Strafrunden eingehandelt hat, überhaupt nicht funktioniert hat. Sein Lieblingsanschlag, den er zu Hause fast bis zur Perfektion trainiert hat. So, es ist wieder mal einsam um ihn hier vorn herum, um Martin Foucault. Er läuft wieder mal ein Rennen an der Spitze. Muss sich keine Sorgen machen, dass ihn irgendeiner noch von vorn verdrängt. Der Zweite ist Emil Heckel-Svensson. Und der ist läuferisch so gut, ich denke mal, der wird sich nach hinten verteidigen können. Da kommen Suhmann und Tarjei Böhm. Also vorne im Moment die beiden, die im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften auch 1-2 waren. Und dann kommt Tarjei Böhm. Unnachahmlich, wie er hier den Berg raufstapft. Hohe Frequenz und hat sich sofort von Christoph Suhmann gelöst. Der schaut nach hinten, kein gutes Zeichen, das heißt nach vorn geht nichts mehr. Da kommt Ole Einar Bjørndalen. Läuferisch hier in exzellenter Form in Hochfilzen. Simon Schemp nach wie vor gut platziert mit einer klasse Leistung und auch Daniel Böhm. Also da kann man wirklich nur sagen, dickes, dickes Kompliment. Das wird wieder ein Top-10-Platz und er hält sich also auch in der Weltcup-Gesamtwertung ganz vorn. Im Moment ist der Dritter hinter diesem Mann hier. Der ist Erster auf Rang 2. Simon Eder, der Österreicher, der heute ein bisschen weiter hinten ist. Ja, wenn man genau hingeschaut hat, dann hat er da schon
So ein kleines Siegerlächeln im Gesicht gehabt, der Martin Foucault, der übrigens geboren ist in einer sonnigen Küstenregion an der spanischen Grenze, also beileibe nicht in den Bergen, wo ihm Schnee und Wintersport gleich in die Wiege gelegt wurde. Trainiert aber oft in den Pyrenäen, in der Nähe seiner Eltern, die dort immer noch wohnen. In Font-Romeu ist er im Winter regelmäßig unterwegs. Auch die Norweger haben natürlich in diesem Jahr Höhentraining gemacht, wie fast alle anderen. Die meisten haben das Pensum nicht groß verändert im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Dritter, noch ein Norweger, das ist Tarjei Bø, und dann kommt Christoph Sumann. Also die Abstände auf den ersten drei Plätzen scheinen jetzt klar. Dahinter ist Christoph Sumann beileibe noch nicht in Sicherheit. Und ich bin gespannt, was da vielleicht noch geht bei Simon Schemp. Der hat sich gestern wirklich toll verkauft, konnte am Ende Martin Foucault nicht halten. Andrej Moravec, den starken Tschechen, aber schon. Und versucht hier irgendwie dran zu bleiben an Ole Einar Bjørndalen. Also die Plätze 7 und 8 momentan für Schemp und für Böhm. Das ist wunderbar. Und dann kommt schon Arne Pfeiffer. Also sie sind alle da und sogar noch ein bisschen weiter vorn, wo sie gestartet waren. Arne Pfeiffer war als Elfter gestartet. Hat hinter sich den Mann mit der 28. Das ist Alexi Böff, der deutlich Boden gut gemacht hat. Ja, was bleibt uns? Gratulieren vorfristig einmal mehr Martin Foucault. Er läuft in einer anderen Liga, wurde geadelt von Ole Einar Bjørndalen nach der letzten Siegerehrung. So einen wie Martin hatten wir noch nie im Biathlonsport. Und das aus dem Munde von Bjørndalen, der selbst eigentlich die Legende ist mit über 90 Weltcupsiegen. Christoph Sumann jetzt übrigens von allen hier überholt. Auch von Simon Schemp, der jetzt aber nicht ganz dranbleiben kann an Bjørndalen. Jetzt spürt er wahrscheinlich seine Erkältung. Der Christoph Sumann, jetzt lassen die Kräfte ein bisschen nach. Die Strecken haben es in sich hier, gut mitzuverfolgen. Viele, viele giftige Anstiege und viele komplizierte Abfahrten. Er hat alles hinter sich, er ist schon auf der Zielgeraden. Einmal mehr, kann gleich seine Internetseite aktualisieren. Da steht momentan ganz groß die Ziffer 26. Jetzt wird es die 27, sein 27. Weltcup-Erfolg. Der dritte schon in diesem Winter, zum 12. Mal in Folge auf dem Podest. Das ist einzigartig, das ist unnachahmlich, das ist Foucault. Der Weltmeister des Vorjahres auf dieser Strecke, heute auf dem zweiten Platz. Die ersten beiden also tauschen die Ränge. Und dann gleich der nächste Norweger, der hinten dran kommt. Tarjei Bø strauchelt da noch mal kurz, aber am Ende in Sicherheit vor einem groß auftrumpfenden Ustjugov, dann Ole Einar Bjørndalen und dann kommt da schon Simon Schemp. Hat sich also noch mal verbessert, zu Recht die Siegerfaust von 8 auf 6 der Uhinger. Überzeugende Leistung. Und vorn die Siegerpose von Martin Foucault. Großartig, was der in diesem Winter schon wieder leistet. Die nächsten Deutschen sind da hinten mit dabei. Böff auch mit einer überragenden Laufleistung. Arne Pfeiffer ist Elfter, also genau auf dem Rang eingekommen, auf dem er gestartet ist. Und Daniel Böhm ist dann doch noch ein bisschen nach hinten durchgereicht worden. Von 10 auf 13. Das deutsche Mannschaftsergebnis, muss ich schon sagen, wirklich sehr ausgeglichen, sehr stark. Und er, Lars Berger, musste deutlich federn lassen. Ihm ist das passiert, was alle orakelt hatten. Hat im Stehenschießen viel zu viel der Scheiben verfehlt. Ist dann also deutlich zurückgefallen am Ende.